to get real. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Sneak Peek von der Evolve Big Alpha. Ich habe mich in der ersten Folge für die Trapperin Maggie zusammen mit ihrer Schoßhündin Daisy entschieden. Das ist auch gleichbedeutend meine allererste Runde als Trapper. Und ich muss sagen, dass das eine relativ schwer zu spielende Klasse ist. Besonders wenn es dann wirklich zum Kampf kommt, fühlt man sich relativ nutzlos. Aber wie ich mich in meinem allerersten Match angestellt habe, seht ihr jetzt. Los geht's. Maggie ist der Trapper. Sie hunts down and traps the monster. The strength of the Trapper class is the ability to contain the monster and force the fight. Deploying the mobile arena is critical to your team's success. Hold the equip button to take the mobile arena down. The machine pistol has a wide spread, but deals significant damage in a firefight. Harpoon traps can be placed on the ground to limit a monster's mobility, allowing teammates to deal extra damage and escape from danger. Daisy, the pet trapjaw, sniffs out the monster and its tracks, leading the team to combat more quickly. She will also try to revive incapped players. Alles klar. Just another job. Stay focused. Stay focused. Daisy, voll cool. Ich freue mich, dich dabei zu haben, mein Echsenfreund. Oder Echsenfreundin eher. Gut, wir werden, denke ich mal, direkt hier Daisy auf die Spuren losschicken. Achso, Daisy ist automatisch, da muss ich gar nichts machen. Okay, gut, das ist natürlich nice. Wo ist denn dieses Relay? Das ist das, oder? Da können wir eigentlich hier direkt mal so ein paar Dinger setzen. Ich komme gleich nach, Leute. Bin gleich da. So. Okay, Daisy, wo geht's lang? Da geht's lang. Folge mal Daisy. Achso, ne, die haben die Spuren, oder? Haben die Spuren? Okay, die kommen zu mir. Ich habe noch nicht eine Spur gesehen hier. Aha. Los, Leute. Wir sind ganz nah. Monsters close. Close. Okay, hier sind die ersten Spuren. Wohin gehen die Spuren? Nach rechts. Hab's. Go, Leute, go. Ich weiß nicht, ob ich den hier einen Weg abkürzen kann, weil ich die Map nicht so gut kenne, ob es da überhaupt lang geht. Good girl, good girl. Fuck, wo ist das Vieh hin? Scheiße, ah ne, da vor mir. Einfach mal markieren, damit die so circa wissen, wo ich hin will. Da war's. Wow. Fuck, wo sind unsere Leute? Scheiße, der läuft ja weg. Na gut, das war nicht so intelligent. Da müssen wir hin, Leute. Ich weiß gar nicht, wie viele solche Enterhaken kann ich denn überhaupt setzen, bevor die anderen wieder verschwinden. Oder kann ich hier wirklich die komplette Map zubauen damit? So, hier ist eine Spur. Die zeigt wohin? Nach da. Boah, fuck, ich hänge. Wo bleiben die anderen? Wir sind so schön nah dran und der fucking Medic soll mal die Typen dahinter uns heilen.
Ist es... Okay, Dune Beetle. Keine Ahnung, wo wir lang müssen. Boah! Boah, jetzt hat's kurz geleckt. Stage 2, okay, jetzt wird's beschissener. Wir waren schon so... ich war so schön nah dran mit dem anderen Typen. Ich weiß gar nicht, was das für eine Klasse war. Aber es klingt wie, als wenn es von da kommt. Wo wir gerade hinlaufen. Da war es, oder? War das da drüben? Nee. Da, Tiere. Aufgescheucht. Da sind Spuren. Los, los, los. Wir müssen Gas geben. Oh, jetzt leckt's gerade. Die Lobby scheint nicht mehr so top zu sein wie in den ersten paar Runden. Oh, die haben's, die haben's, die haben's. Ist es das? Felix, du musst da weg, du bist da komplett alleine. Oh, lol, war jetzt mein Jetpack alle oder was? Wir gehen einfach mal hier unten lang. Zusammen mit Daisy. Die anderen müssen das auch mal spotten. Die dürfen das Vieh nicht immer einfach so davonkommen lassen. Wenn wir das einmal haben, dann müssen wir drauf, drauf, drauf. Irgendwo hier in die Richtung. Aber ich habe halt auch keine Ahnung. Das war's nicht. Ich renne jetzt hier wirklich komplett alleine lang. Weil ich irgendwie so das Gefühl habe, ich bin der Einzige, der hier so ernsthaft sucht. Okay, da. Oh, fuck. Viel zu weit hinten. Scheiße. Okay. Zu früh gefreut. Der Medic sollte sich mal selber heilen, aber macht er nicht. Aber wie gesagt, ist wahrscheinlich so von den Großteil der Leute die erste Runde. Revive. Wo ist das Vieh hin? Komm, hoch mit dir. So, ab. Komm, Daisy, mach du mal den Revive. Macht ihr das? Hört's in die R? Okay, dann in die Richtung, los. Es kann's nicht sein, dass das Vieh entkommt. Ich habe das so schön früh entdeckt und dann haben wir aber uns zu groß aufgeteilt hier. Irgendwo in die Richtung. Da hinten. Oder? Ich gehe mal in die Richtung da. Okay, hier schreit irgendwas. Da ist es, da ist es. Müssen wir mal vielleicht ein paar Traps aufbauen. Okay, ich höre den irgendwie hier in die Richtung. Ich gehe da einfach mal lang. Die Markierung nervt mich gerade so ein bisschen beim Suchen. Wow! Alter, verpiss dich, du Drecksvieh. Aua, wie sieht's überhaupt mit meiner Lebensenergie aus hier? Ist gespottet? In die Richtung? Ich vertraue euch mal, Leute. Wir machen das jetzt einfach mal platt hier. Das down, ja. Komm, Leute, nicht an diesem Scheiß da festhalten. Der ist schon wieder komplett über alle Berge. Da! Da war er, da war er. There, in the distance. It's not hiding.
Stufe 3, na toll. Wenn ich jetzt auf das Vieh alleine hier treffe, habe ich ein Problem. Aber der ist jetzt wahrscheinlich zu dem Relay unterwegs. Ist er da nicht irgendwo? Ja, lasst uns einfach hier warten. Ich würde echt gerne mal wissen, wie viele davon ich hier platzieren kann. Kann ich das hier drauf haben? Oh ja. Lol. Der ist jetzt Stufe 3. Also egal, wo wir kämpfen, der muss hierher kommen. Früher oder später ist er hier. Klingt wie, als wenn er von hier kommt. Daisy, geh mal weg. Auf jeden Fall kommen die Schritte aus der Richtung hier. Der kann eigentlich nur von da kommen, wo Daisy gerade steht, glaube ich. Da? Ernsthaft jetzt? Ne, Birds in the Air. Da, wo ich die ganze Zeit denke, dass er herkommt, wo ich die Schritte höre. Da ist er nämlich. Ich hätte vielleicht mal den Dome ein bisschen besser benutzt. Oh, da. Okay. Wow. Oh, oh, oh. Wow. Komm, setz das Ding, setz das Ding. Wow. Okay, wow. Alter, was geht denn ab? Oh, lol. Ich wurde jetzt einfach umhergeschleudert. I need help, aber sowas von... Holt mich jemand? Felix? Oder so? Keine Ahnung. Leute? Ja, ich werde geholt. Glaube ich. Da ist noch einer down. Oh oh. Ich bin tot, komplett. Fuck it. Spawn. Ah ne, ich muss eine Minute warten. Na toll. Na, sollen wir hier unser Superkämpfe mal ein bisschen sich verpissen? Ja, jetzt setzt meine Fallen gerade ein. Das könnte ihm vielleicht ein bisschen Zeit erkaufen, aber nicht viel. Da, immer schön. Hau einfach ab da am besten. Der kämpft doch nicht ernsthaft jetzt im Zweikampf, oder? Also... Alter, aber was er für Schaden macht. Aber wir haben gleich verloren. Der ist der Letzte. Oder? Ja. Der muss abhauen. 20 Sekunden noch, dann bin ich wieder da. Aber ich glaube, ein anderer kommt noch eine Ecke eher. Ja, lass den einfach mal das Ding da bekämpfen. Lass den einfach das Ding da bekämpfen. Nein, lass den das Ding da bekämpfen. Bleib doch mal... Bleib doch mal def. Jetzt ist er down, Alter.
3 Sekunden noch, 2, 1 und go, ich bin wieder da. Okay, zusammen mit dem Medic, das ist eigentlich ganz gut. Aber wir müssen jetzt noch durchhalten und wir sind nicht unbedingt so die Damage-Dealer-Klassen, bis die anderen wieder da sind. Besonders unser Damage-Dealer ist gerade eben erst gestorben. Der kommt also erst in einer Minute wieder. Felix kriegt gerade schon wieder auf den Sack, wird dann wahrscheinlich jetzt einen Permadeath bekommen. Ja, dann mal los. Let's get this shit. So, was sollen wir jetzt tun hier? Monster wins. Ah, der hat das Power Relay zerstört. Ah, GG. Und da ist die Runde vorbei und das Monster hat gewonnen. Die Menschen haben verloren. Wir haben uns leider viel zu sehr aufgeteilt und nicht genug als Team zusammengearbeitet. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr vom Trapper haltet. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, Leute. Und ciao.